Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Twin Flame Video. Es gibt heute ein Thema, nämlich die Vierecksbeziehung, obwohl du keinen Partner hast. Obwohl du dich von deinem Partner schon vor längerer Zeit getrennt hast, habt ihr dennoch eine Vierecksbeziehung, wenn du dich von deinem Ex-Partner irgendwie getriggert fühlst, zum Beispiel. Ja, also ihr kommuniziert und du regst dich meistens auf. Oder wenn du dich deinem Ex-Partner gegenüber verpflichtet fühlst. Ja, da muss ich nochmal helfen, nochmal gucken, wie es ihm geht oder ihr. Wenn du dich also, wenn du irgendwie mehr oder andere Emotionen deinem Ex-Partner gegenüber hast als jedem anderen Menschen, der keine bedeutende Rolle mehr in deinem Alltag spielt, dann bist du sehr wahrscheinlich noch in einer energetischen Verbindung mit ihm, also nicht frei. Und schaust dann auf Twin Flame Mino rüber und denkst, der ist ja nicht frei. Und obwohl der sich frei machen könnte, also es gibt diese üblichen Ausreden, warum an einer Beziehung festgehalten wird, gibt es nicht mehr. Die Kinder sind schon aus dem Haus, Eva ist auch nicht krank und auch nicht arm und überhaupt ist gar keiner arm und es mangelt irgendwie auch nicht an Ideen, wo man dann wohnen könnte. Also es gibt wirklich an diesen ganzen Ausreden, da gibt es keine. Es wäre also ein einfaches für Twin Flame Mino, sich zu trennen, und er tut es nicht. Dann kann es daran liegen, dass du noch nicht frei bist. Du kannst sogar schon geschieden sein und trotzdem noch nicht frei sein. Heute in einem Treatment herausgefunden. Da ist eine Dame, die ist schon seit geraumer Zeit geschieden. Aber wenn der Ex-Mann sich meldet, hat sie jedes Mal einen Hals und pumpt ihn an. Und die Stimmung zwischen den beiden ist zum Zerbersten. Wie ist das bei dir? Denkst du, weil du dich getrennt hast, wärst du wirklich frei? Mir fällt gerade noch eine Klientin ein, die sich so offensiv getrennt hatte, damit Twin Flame Mino kommen kann. Ich meine, die hatte sich so im September eines Jahres, das liegt schon einige Zeit zurück, getrennt und hatte dann auch so eine Eingebung, dass Twin Flame Mino dann im Januar des Folgejahres auf der Matte stehen würde, ist dann, glaube ich, im Oktober oder November ausgezogen. Und wer kam im Januar nicht? Und im Januar des Folgejahres auch nicht. Auch da macht es Sinn, hinzuschauen, ausgezogen, aber inwiefern noch verbunden. Sich schuldig fühlen, sich verantwortlich fühlen für den Ex-Partner ist das, was häufig bindet, verstrickt, würde ich hier fast sagen. Sich schuldig fühlen. Ein weiterer Grund, noch am Ex-Partner festzuhalten, obwohl man räumlich schon getrennt ist, ist der Pessimismus, was die Beziehung mit Twin Flame Mino in der Zukunft angeht. Also eigentlich gar nicht wirklich glauben, dass es mit dir und Twin Flame Mino klappt und dadurch energetisch noch am Ex-Partner festhalten. Eine weitere Klientin, die mitteilt,
Mir gefällt das überhaupt gar nicht, dieses Nestmodell, das wir haben. Das Nestmodell besagt wohl, ich kenne mich damit nicht aus, dass die häusliche Umgebung, in der das Paar zuvor mit den Kindern gelebt hat, weiter erhalten bleibt und dass dort ein Familienleben stattfindet, wenn auch nur mit einem Elternteil. Ich habe, ja, wie ich gesagt habe, keine Ahnung von den verschiedenen Modellen. Frage mich hier aber, und was soll der Partner tun, der in dem früheren gemeinsamen, also in dem Familienhaus zurückgeblieben ist? Was soll der denn in der Zeit tun? Wo soll der denn mit sich hin, während der Ex-Partner kommt und seine Küken im Nest besucht? Und auch da haben wir herausgefunden, warum es keine Lösung gibt, obwohl es eine Lösung geben könnte. Also beide haben darüber nachgedacht, dieses ehemalige Nest abzustoßen und sich jeweils zwei neue Wohnstätten einzurichten, wo dann die Kinder hin und her pendeln können. Es gibt dann zwei neue Nester. Und haben das irgendwie verworfen. Und es gibt immer Gründe im Außen, weswegen man sowas verwerfen kann. Die Gründe im Außen sind aber nie die Gründe. Das, was wir in 3D sehen, existiert überhaupt gar nicht. Es ist an den Haaren herbeigezogen. Es ist eine Illusion. Denn wenn das die Umstände, also wenn die Umstände tatsächlich relevant wären, dann könnten wir uns alle direkt die Klippe runterstürzen. Guck dir mal die Umstände an. Die werden ja nie besser. Es wird ja immer irgendwie schlimmer. Und wenn das eine besser wird, wird das andere schlimmer. Also wenn wir uns am Außen orientieren, kommen wir definitiv nicht vom Fleck. Was finden wir also heraus? Die Twin Flamine ist äußerst, äußerst pessimistisch, was die Zukunftsaussichten mit ihrem eigenen Twin Flamino angeht. Und so hält sie unbewusst an diesem Nestmodell fest, obwohl sie ihren Ex-Partner nicht mehr bewusst zurückhaben will. Und das sind wirklich einige, die den Ex-Partner bewusst nicht mehr zurückhaben wollen, ihn aber auch nicht loslassen. Aus Angst davor, ganz alleine dazustehen, wenn die Union doch nicht stattfindet, wie gewünscht. Und das Blöde ist, die Union, also erstmal das Gute ist, die Union existiert ja schon und die findet auch statt. Und du hättest auch was davon, wenn du diese Themen auflösen würdest, die dich davon ab oder die dich dazu bringen, auf der falschen Ebene herumzupopeln. Das Blöde aber ist, solange du denkst, die Union findet nicht statt und das scheitert daran, dass XYZ ist, kann sie auch nicht. Kann sie sich nicht manifestieren in deinem Leben? Das können andere als ich sehr viel besser auch physikalisch erzählen, so mit Quanten erklären, mit Quantenphysik und so. Wenn dich das interessiert, schalt doch da einfach mal um auf einen anderen Kanal und lass dir das erklären. Für mich reicht sowas immer vollkommen aus, zu wissen, ja, meine Gedanken sind eigentlich das Blöde, das Lästige, weil ich den ganzen Tag nur Schrott denke. Deswegen machen wir ja jetzt auch den Kurs im Wundern, um diese ganzen störenden Gedanken transformieren zu können. Und bieten den ja euch an auf meinem zweiten Kanal, Twin Flames in Mission, mit den Twin Flames in Mission, die mich da tatkräftig und kreativ unterstützen. Macht da gerne mit und
wenn du sonst außer diesen Videos hinaus gerne Unterstützung haben willst, wenn du merkst, ja, bei mir ist da auch irgendetwas von diesen Themen, die ich hier immer wieder so anreiße, dann guck einfach auf meine Webseite, wie du zu der kommst. Siehst du hier unterhalb des Videos, da sind ganz viele Links zu allen Hilfen, die ich anbiete und such dir das für dich passende aus und komm einfach auch weiter. Komm weiter, denn einerseits gibt es keine Zeit und tatsächlich wird es dir egal, wie viel Zeit vergeht, während du auf deiner Reise unterwegs bist. Und andererseits ist es aus der Retrospektive gesprochen, jetzt also rückblickend gesprochen, total schade um so viel vertane Zeit. Es gibt einfach wirklich viele Tage, Wochen, Monate, bei manchen auch Jahre und bei einigen auch Jahrzehnte der Stagnation. Unnötig. Also Stagnation heißt der Stillstand, da hat sich eigentlich gar nicht wirklich was getan. Man kann schon auch sagen, ja, bei beiden tut sich immer etwas, das muss aber nicht in so Mikroschritten sein. Andererseits kannst du den Fluss auch nicht anschieben und es soll hier auch nicht um Zeit und Eile und Produktivität gehen, sondern wirklich darum, dass dir das nicht passieren muss, dass du dich in 3D verlierst, also irgendetwas Materiellem nachjagst oder einfach so denkst, also dir von deinem Ego erzählen lässt, dass andere die Probleme haben, du aber nicht, oder dir erklären lässt, ah, ich habe es in dem Video verstanden und damit ist das Problem gelöst. Das ist es leider nicht. Das Problem verstanden zu haben, die ganzen Strukturen durchleuchtet zu haben, führt noch nicht zur Transformation. Für die Transformation braucht es da noch viel, viel mehr. Dafür bin ich gerne da und verabschiede mich für heute von dir. Bis bald. Tschüss.